Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne. Herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play Outlast Whistleblower mit Paxis. Und ja, nachdem wir jetzt doch dann die Schlüssel zu den Handschellen gefunden haben. Oh, was ist da unten? Da kriecht jemand. Könnte eine Wache sein, könnte aber auch ein Insasse sein. Erkennt man nicht wirklich. Ja, unsere Batterie ist wieder fast leer und wir haben nur noch zwei Stück, deswegen versuche ich ja eher etwas sparsamer damit umzugehen. Kommt schon, vielleicht finde ich ja hier noch ein paar. Sieht aber ehrlich gesagt nicht danach aus. Ach, die Musik macht mich so fertig, ey. Oh, es war ein Arzt, oder? Ich glaube, das war ein Arzt. Aber ich denke, da werden wir gleich vorbeikommen. Dann können wir uns den ganzen Spaß nochmal in Ruhe anschauen. Okay. Bitte nicht. Bitte bleibt da drin. Bitte bleibt da drin. War das hier so eine Art Krematorium? Wurden hier die Leute verbrannt? Ich glaube. Bitte nicht. Hier ist auf jeden Fall eine Wache. Oh. Oh, ich möchte da nicht drauf drücken. Ich schaue mich erstmal weiter um, bevor ich da drauf... Ah, wir können also alle drücken. Ich schaue mich erstmal weiter... Oh nein! Oh nein! Fuck, komm schon! Oh, scheiße, Mann. Oh. Glück gehabt, ey. Mann, bin ich erschrocken. Kommt jetzt aber nicht einfach auch hier durch, oder? Oh, von einem schönen Raum in den nächsten, ey. Mir bleibt ja nichts anderes übrig. Ich muss die Batterie verwenden. Ich hoffe halt einfach mal, dass es hier vielleicht eine zu finden gibt. Ansonsten beeilen wir uns einfach ganz schnell. Nicht mal hier daneben liegt eine Batterie. Oh. Okay, okay. Das war wohl so eine Art Kühlkammer, in der wir gerade waren. Da gibt es keine Batterien, habe ich verstanden. Okay, okay. Müssen wir jetzt da lang? Oder müssen wir da lang? Ich glaube fast, wir müssen da lang. Deswegen gehen wir mal zuerst hier lang. Oh nein, kommen wir da jetzt wieder... Macht mir doch nicht solche Angst, Jungs. Er ist weg, oder? Ja, aber... Okay, okay. Ah, hier ist noch eine Tür. Kommt schon, gib mir doch mal eine Batterie. Ich glaube, da liegt eine. Sehr schön, sehr schön. Ich glaube, am Ende vom Hauptspiel von Outlast hat man am Ende ziemlich viele Batterien, aber zwischendurch war es auch mal total mega knapp. So. Oh! Man kann sich also wirklich verbrennen daran. Okay, wusste ich nicht. Sorry. Ich dachte, es wäre einfach nur ein bisschen... Naja, gut, Wasserdampf ist immer heiß, aber egal. Egal, egal, egal. Aha. Ein Exit. Ach, wie gern würde ich da raus, ey. Aber die Tür ist natürlich verschlossen. Das wäre ja auch zu schön gewesen, um wahr zu sein. Ach, jetzt sind wir hier in der Kapelle, oder was? Den Priester kennen wir auch aus dem ersten Teil. Mal gucken, ob wir den hier auch wieder treffen. Oh, da liegt ein Dokument.
Ausdruck einer Aufnahme von Dr. Bruce Newhouse, Doktor, angestellt im Mount Massive Hospital 58 bis 65, Pfarrer Clark. Es liegt mir fern, einen Mann Gottes zu belügen, also lassen Sie mich sagen, dass ich mein Bestes tun werde, um die Sicherheit Ihrer Arbeitsumstände zu verbessern. Ich und der Rest der Angestellten wissen all die Dinge, die Sie für uns tun, wirklich zu schätzen, und sollten Sie sich von jemand Bestimmten bedroht fühlen, lassen Sie es uns bitte wissen. Ja. Wir können dann entweder die chemische Fixierung verstärken, eine Lobotomie durchführen oder eine ähnliche beruhigende Prozedur. Bitte unterschätzen Sie den Wert Ihrer Messen für unsere Patienten nicht. Unsere Patienten benötigen die Kraft und den Halt von Gott und Familie, vor allem wenn man die tiefe und die notwendigerweise chaotische Natur der Hypnotherapie betrachtet. Nicht alle unserer armen Schäfchen haben eine Familie, an die sie sich wenden können. Somit fällt diese Last und diese Berufung auf Sie. Wir alle bauen auf Ihren Glauben und Ihre harte Arbeit. Diktiert, aber nicht gelesen. Sehr geil. Diktiert, aber nicht gelesen, Dr. Newhouse. Sehr schön. 20. Mai 1961. Das ist ziemlich lange her. Stellt sich mir nur gerade die Frage, wo muss ich denn jetzt hin? Wieder zurück? Ist halt wieder eine Tür auf? Oder vielleicht die Exit-Tür? Bin ich jetzt etwa an der nächsten Stelle, wo ich nicht weiterkomme? Hier gab's doch jetzt nichts mehr. Die Tür ist nach wie vor mit einer dicken, fetten Kette verschlossen. Wir schauen direkt mal nach, ob es irgendwie oben weitergeht, bevor ich das wieder übersehe. Nein, es geht nirgendwo oben weiter. Na gut, dann müssen wir wohl doch zurückgehen. Ah, hier ist eine Leiter, oder? War die vorher schon da? Ich glaube nicht. Wer ist denn hier runtergefallen? Ein Insasse, okay. Das war aber recht hoch, würde ich meinen. Ich glaube, wir müssen hier auch rausklettern, oder? Na? Puh, dann mal nach oben. Aber nach oben ist gut, weil nach oben bedeutet Freiheit. Sehe ich da oben vielleicht sogar schon den Himmel? Ich glaube. Geil. Wir müssen einfach nur hier die Rohre nach oben klettern. Warum machen wir das denn nicht? Das ist doch das Sicherste. Lass uns einfach die Rohre hier hochklettern. Komm, Baby. Sei einmal schlau, ey. Ja, immer weiter nach oben, damit man dich loben. Oh, jetzt machen wir hier einen auf Thief und auf Assassin's Creed und Prince of Persia und wie sie auch immer alle heißen. Oho, war da schon wieder der Geist? Ich glaube, der Geist war hier schon wieder. Man hört an dem Atem auch schon wieder, dass der Protagonist hier ziemlich viel Angst hat. Und was sind denn das für komische Visionen hier immer? Hallo, ich sehe nichts. Muss ich denn hier lang? Na komm. Ach nein, ich möchte jetzt nicht hier rein. Muss ich hier rein? Nein, ne? Wir wollen weiter nach oben. Wir wollen einfach nur weiter nach oben. Da oben ist doch der Himmel. Ich bin doch nicht blind. Da ist Himmel, da ist Himmel, da ist Licht. Ach nein, komm, weiter nach oben klettern. Ist auch wieder keine Batterie, obwohl ein Radio ist. Fuck. Guck mal an. Hier, wir müssten doch einfach nur diese Streben hier noch raufklettern. Schreibt mir das bitte in die Kommentare. Schreibt mir, wie sehr ich drüber ärgere, dass man hier nicht einfach raufklettern kann. Okay, wie ich sehe, würde das wohl trotzdem nicht ganz bis nach oben führen. Aber man könnte es ja wenigstens probieren und sich diesen Spaß da mal angucken, ey. Und nicht direkt aufgeben und wieder rein in die Höhle des Löwens. Hier geht's zum Beispiel auch nochmal weiter. Ja gut, aber dann wird's schwer, immer weiter nach oben zu kommen. Ach, Mann. Na gut, dann gehen wir eben hier rein, wenn es nicht anders geht. Oh. Oh, da liegt eine Batterie. Aber kommen wir nicht hin. Also, wir können nicht mal versuchen, die Tür aufzumachen. Warum, weiß ich nicht. Wahrscheinlich kommen wir da später nochmal hin. Wo sind wir denn überhaupt gerade? Ich habe komplett die Orientierung verloren. Also wir sind auf jeden Fall nicht mehr im Keller, glaube ich.
ist überall so viel Staub oder liegt an der Kamera? Naja, ohne Kamera ist es ein Tick besser, aber trotzdem noch ziemlich verstaubt. Hier lag noch irgendwo die Batterie, oder? Ja. Ja, hier hatte sich wahrscheinlich eine Wache versucht hinzuretten. Ich frage mich, was das für Räume sind, warum hier irgendwelche Spinde sind, wo sich Leute eigentlich umziehen bzw. ihre privaten Sachen reinhauen. Gibt für mich relativ wenig Sinn, aber da hat sich eine Wache zurückgezogen. Die ist dann leider gestorben. Und wir nehmen die Batterie mit, aus dem Funkgerät wahrscheinlich. Merkwürdige Geräusche aus den Rohren. Oder, ach nee, das ist wieder diese scheiß Säge, oder? Die ich hier höre. Okay. Der Raum scheint mir clean. Auch hier wieder nur nutzlose Dokumente, obwohl hier wieder Classified draufsteht. Okay. Das blöde Gefühl, ich muss bald wieder vor dem Kannibalentypen wegrennen. Zumindest höre ich doch. Wer rennt denn hier weg? Ich kenne es aber nicht. Sind das Menschen oder Insassen? Also sind das Wächter oder Insassen oder was ist das? Library. Das ist aber nicht die Bibliothek aus dem ersten Teil, oder? Dann wären wir ja schon oben im Haus. Nee, ich glaube, das ist die nicht. Fuck! Kommt der denn wieder her? Okay, erstmal in Ruhe die Batterie wechseln. Ist der Typ aber auch jedes Mal direkt vor mir steht, wenn ich irgendwo hingucke, ey. Meine Herren. Ich glaube, er ist uns nicht so weit hinterhergerannt, oder? Nein, ich sehe ihn hier zumindest nirgends. Vielleicht habe ich ja Glück und er ist wieder verschwunden, wie das letzte Mal. Das wäre mir natürlich am liebsten. Boah, ist so krass, wenn ich mir das vorstelle, dass das wirklich passieren würde. Wie ich einfach nur... ja, hoffen würde, dass ich meine Wache finden würde mit Waffe und mich erschießen würde oder so. Das ist... wäre mir einfach zu viel Wahnsinn, den ich aushalten müsste. Ich hätte echt keinen Bock, mich hier rauszukämpfen. Hier geht's nicht weiter, ne? Nee. So, wir haben jetzt keine Zeit, uns irgendwelche Bilder anzuschauen. Fuck. Wo ist denn der? Wo ist denn der? Denk mal, ich muss hier lang, weil er hat uns davon abgehalten, hier lang zu gehen. Geht's nicht rein? Fuck! Lass mich doch mal in Ruhe, du verdammter Verrückter! Komm schon! Ich glaube, hier durch kommt er nicht. Also scheint dieser Kannibale-Typ da das Pendant zu sein zu dem komischen, fetten Schlechter da. Dem Riesen aus dem ersten Teil, der uns da auch die ganze Zeit verfolgt hat. Da ist er wieder. Unser Pastor. Ach komm, wir gehen erstmal aufs Klo. Aufs Klo. Ich
glaube, ich habe eine Notiz geschrieben. Unterschiedliche Auswirkungen. Lisa oder wer auch immer das ihr findet, sei dir bewusst, dass Murkoff Monster schafft. Ich habe die Patienten nie wieder gesehen, nachdem sie die sogenannte Therapie dieses Deutschen durchlaufen haben. Oha, die Deutschen sind die Bösen oder was? Der Antrieb. So viel schlimmer, als ich es mir vorgestellt habe. Sie mögen noch Menschen sein, aber irgendetwas wurde aus ihnen herausgerissen. Und zu viele andere Dinge wurden hineingestoßen. Sie waren nicht alle Mörder. Sie waren krank, aber keine Killer. Murkoff macht sie zu Monstern. Dr. Rosette sagte, der Antrieb habe unterschiedliche Auswirkungen. Die unterschiedlichen Resultate zu wechselhaft, als dass man irgendeine Vorhersage machen könnte. Ich dachte, es sei Kantinengeschnatter. Raouls endloses Gerede. Ich hätte zuhören sollen. Ah, das erste Mal, dass hier mal was abgeht. Das erste Mal, dass was abgeht im Bad. Aber der lebt ja sogar nach der Art. Der scheint auch nicht zu sterben. Ich würde dir eigentlich gerne helfen, aber es besteht keine Möglichkeit. Also ich habe keine, ja, Auswahlmöglichkeit, ihm irgendwie zu helfen. Ich lasse den einfach mal in Ruhe. Viel Spaß noch, Jungs. Aber macht nicht zu lange. Okay. Ja, der Alarm wurde schon mal ausgelöst überall. Das ist schön. Freut man sich natürlich. Geht's hier weiter? Ah ja, da. Da ist wieder heißer Wasserdampf. Das wissen wir ja mittlerweile, dass das nicht angenehm ist. Und hier haben wir auch wieder Leichen. Ist so krass wie normal, dass mit der Zeit einfach wird, überall die Toten zu sehen und das ganze Blut. Ach, meine Herren, ey. Oh. Drehe das Gatter, um Zugang zur Luftschleuse zu bekommen. Mein Herz, ey. Ich bin schon wieder erschrocken, ey. Vor allem, wenn man gerade so schön labert und euch irgendwas erzählen will und dann passiert irgend so ein Scheiß. Und dann schreckt man auf jeden Fall dermaßen, dass mein Herz immer einen kleinen Sprung macht. Einen kleinen Satz. Also falls ich irgendwann verstumme, dann hatte ich wohl einen Herzinfarkt. Wobei, wenn das passieren sollte, dann müsste ja irgendjemand das Video hochladen. Ich hatte ja Glück und meine Eltern oder so machen das dann. Oder meine Freundin, keine Ahnung. Quasi mein letztes Video dann. Sollte ich hier bei diesem Video sterben, weil ich... oder bei diesem Spiel, weil ich einen Herzinfarkt bekomme, dann ist mein letzter Wunsch, dass dieses Video hochgeladen wird. Das bringt auf Garantie meine Abos zur Explosion in dem Kanal. So, lesen wir mal durch. Auszug von 1957 und Kommentare auf den IG-Bericht Operationen des TSD. Siebtens. Beeinflussung menschlichen Verhaltens. Der potenzielle Einsatz von Psychochemikalien in politisch motivierten Operationen ist wohl bekannt. Jedoch wurde diese Möglichkeit nicht so intensiv und nachhaltig untersucht, wie man annehmen sollte. Die Chemieabteilung beinhaltet sie als Teil ihres Plans, um darauf vorbereitet zu sein, eine solche Aktion zu unterstützen oder zu ermöglichen. Nicht-chemische Methoden für den Einsatz bei politisch motivierten Operationen sind ebenfalls im Plan enthalten. Anmerkung J. Lauer, keine Ahnung, wie man das ausspricht, 15. April 1958. Der vorhergehende M-Kultra-Auszug muss der Abteilung für den technischen Service vorgelegt werden, um die Finanzierung und Genehmigung zur Weiterführung der Forschungen von Dr. Rudolf Wernicke und Projekt Wallrider fortzusetzen. Das scheint ja schon ziemlich lange zu existieren, dieses Projekt. Autopsien der erlangten Versuchsobjekte wiesen chemische Inhalte in den Körpern auf, metallische Tumore, Hinweise auf subdermale Verbrennungen, was auf hohe Dosen von Psychochemikalien hinweist. Siehe den Hinweis, bla bla bla. Okay. Wollen wir mal gucken, ob wir das Gas irgendwo abstellen können, ohne dass dieser verrückte Kannibale vielleicht wieder auf uns losgeht oder direkt auf uns losgeht. Das wäre mir persönlich ganz lieb, dass ich vielleicht nicht alle 5 Sekunden vor dem Typ wegrennen muss. Ich höre schon wieder irgendwas. Ein Klopfen. Okay. Diesmal bin ich nicht so sehr erschrocken, weil ich schon damit gerechnet habe, dass hier irgend so was Verrücktes passiert. Ach so, er hat seinen Kopf gegen die Tür gehauen und macht jetzt das gleiche an der anderen Tür. Das machen sie ganz gerne mal, so sinnlos Körperteile gegen irgendwas schlagen. Naja, solange er mich in Ruhe lässt, soll mir das recht sein.
Oh. E237 blinkt als einziges. Ist das vielleicht eine Zelle, die so heißt? Das könnte ich mir zumindest gut vorstellen. Okay. Das ist zu dunkel, da möchte ich nicht hin. Deswegen gehe ich wieder zurück und schließe die Tür. Ja, ich möchte nur hier einen kleinen Cut machen und mich wieder beruhigen. Also, liken, kommentieren, abonnieren, wenn ihr euch gegruselt habt. Ansonsten bis zum nächsten Mal. Euer Paxis. Tschö, tschö. Ich hab so Angst. Ich will nicht mehr.